Bisschen knapp bei Kasse, PSN-Guthaben ist irgendwie nicht mehr da, man will irgendwas Geiles haben. Einfach auf ineva.com gehen, Leute. Ihr findet PlayStation-Guthaben für Deutschland für einen super Preis. Nutzt einfach den Code Chappy, ihr bekommt 3% auf eure Bestellung dazu, 1 Euro bei der ersten Anmeldung und spart euch den Arsch ab. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe euch ja gesagt, dass der MW-Multiplayer meiner Meinung nach einfach grottenschlecht ist. Von wo? Ah, definitiv. Das Spiel ist besser geworden. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mit mir mitfühlen können. Genauso wie diese ersten Clips fühlt sich der Multiplayer für mich in jeder einzelnen Runde an. Und es ist egal, welchen Modus ich spiele, zu welcher Uhrzeit ich spiele oder in was für einer Lobby ich bin. Dieser Multiplayer fühlt sich einfach immer und immer wieder gleich schlimm an. Und umso geiler ist es, dass wir mit Warzone einen wirklich richtig guten Battle Royale Modus haben, der leider aktuell ein riesen Problem hat, und zwar die Hacker. Jeder von euch, der schon mal Crossplay gespielt hat, wird über einen drüber gelaufen sein und wurde von dem wettgemeldet. Und trotzdem sieht man sehr, sehr oft an diesen Hackern, dass die unglaublich schlecht sind. Und ganz ehrlich, Leute, jetzt stellt euch mal bitte eine Sekunde in eurem Kopf vor, guckt auf euren Bildschirm, auf euer Handy, was ihr gerade anguckt, und stellt euch diesen Typ vor, der mit seinem pickeligen Gesicht vor dem Rechner sitzt und so dermaßen schlecht ist, dass er mit Wallhack wie und Aimbot aussieht wie Noob. Stellt euch vor, wie schlecht dieser Mensch sein muss, wenn er keine Hacks hätte. Ich hoffe, das wird euch ein bisschen aufheitern. Immer wenn ich an die Leute denke und das so ein bisschen im Kopf habe, muss ich wieder lachen, weil ich mir denke, okay, das sind arme Würstchen. Aber heute das Thema, und ich habe es euch mitgebracht und ich habe ein bisschen dran gearbeitet, weil es ein schönes Thema ist. Und dann habe Exclusives A vor 2 Tagen so eine kleine Liste gemacht und ich dachte, ich werde meine mal vergleichen. Die 5 besten Perks, die ihr in Warzone nehmen könnt. Und ihr wisst es, wir haben ja insgesamt, dürften das um die 18 Perks sein, die wir in Warzone nehmen können. Davon gibt es 5 Perks, meiner Meinung nach, die ganz, ganz vorne dabei sind. Und ich werde euch erklären, welche das für mich sind und warum. Und das wird sehr, sehr zwiegespalten sein, denn ich sage euch jetzt schon, Geist ist nicht dabei. Ja, große Diskussion hier, was ist hier los? Ich erkläre euch gleich warum. Wir wollen aber erstmal anfangen und dann auch noch auf 1-2 Perks zu sprechen kommen, die theoretisch sinnvoll wären, aber in Warzone nicht genutzt werden, weil sie in der aktuellen Form nichts bringen. Wir gehen jetzt nicht kategorisch von wegen das Erstwichtigste und das Zweitwichtigste, weil es eben auch aus verschiedenen Kategorien ist, sondern für mich persönlich einfach kurz das Wichtigste oder das Erste, was ich nennen möchte. Und zwar Overkill. In Modern Warfare haben wir einfach die Möglichkeit, Waffen genauso auszurüsten, wie wir sie haben wollen. Mit genau den Aufsätzen, genau dem Visier, mit dem Griff, den wir haben möchten, mit dem Lauf, mit der Munition, mit allem drum und dran. Gerade in so einem Battle Royale wie hier ist es unglaublich wichtig, genau das zu haben, was man gerne haben möchte. Gerade gute Spieler sind da immer sehr, sehr eigen, habe ich mitbekommen. Ich bin da genauso. Ich will die Waffen genauso haben, wie ich sie spielen möchte. Einige spielen gerne grau mit einer hohen ADS-Time, so wie ich das ganz gerne mache, so dass sie schnell snappen können, schnell im Ziel sind, schnell schießen können. Andere nehmen lieber eine FAL in Warzone, weil sie lieber auf die Entfernung Damage machen wollen. Overkill erlaubt uns einfach 2 Waffen, genauso wie wir sie haben wollen, am Anfang der Runde einzusetzen, sobald wir den ersten Loot Drop haben, entweder für 10.000 gekauft oder er landet nach dem Ende der ersten Zone. Ich kann euch nur empfehlen, Overkill, Leute, sucht euch eure Waffen aus, wie ihr wollt. Aggressivere Spieler wie ich spielen ganz gerne eine MP zusammen mit einer AR. Es gibt welche, spielen aggressiv, die nehmen eine AR mit einer Sniper dazu. Es gibt alle Varianten dieser Welt. Ich kann es euch nur empfehlen, Overkill sollte am Anfang immer dabei sein, wenn ihr den ersten Loadout nehmt. Das zweite Perk, was meiner Meinung nach absolut essentiell ist in diesem Game und auch mit Abstand das wichtigste Perk aus der ersten Kategorie, kaltblütig.
Ihr seid nicht zu Orten von KI-Zielsystem und Thermalvisier. Löst nicht die Alarmiertwarnung aus. Vor allen Dingen nach dem letzten Update werdet ihr, wenn ihr von jemandem beobachtet werdet, von alarmiert nicht mehr nur darüber alarmiert, dass ihr beobachtet werdet, sondern auf eurem Bildschirm erscheint aus der Richtung, wo derjenige guckt, ein gelber Balken. Vorher war das nicht so, da habt ihr nur gesehen, okay, irgendjemand auf dieser Riesenmap guckt gerade in meine Richtung oder zielt auf mich. Jetzt seht ihr genau, aus welcher Richtung das kommt. Deshalb kaltblütig, auch gegen Thermalvisiere, die sehr, sehr stark sind in diesem Game, absolutes Muss. Das ist das zweite Perk. Das dritte Perk, was meiner Meinung nach absolut wichtig ist, und spätestens mit dem zweiten Loot Drop solltet ihr euch das schnappen, wenn nicht manchmal sogar am Anfang, auffüllen. In Warzone bekommt ihr 50 Sekunden lang eure Ausrüstung aufgefüllt. Das heißt, eure Flashgranaten, eure Rauchgranaten, alles, was ihr eben verbraucht, bis auf der Herzschlagsensor, denn der bleibt ja die ganze Zeit, außer ihr legt ihn weg. Aber ihr kriegt auch euer C4 wieder. Gerade hier in Warzone, wo Autos so stark sind und so ausgenutzt werden und auch Helikopter und LKWs und Jeeps und alles, kann ich euch nicht ausreichend empfehlen, nehmt Auffüllen mit. Gerade anstatt der Geist, und da kommen wir jetzt ganz kurz drauf, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, sag ich mal. Geist ist in Solo sinnvoll. Wenn ihr Solo spielt, kann ich komplett nachvollziehen, gar kein Problem. Aber gerade wenn ihr in einem 4-Mann-Squad spielt, es wird immer einen geben, der keinen Geist dabei hat. Am Anfang von der Runde braucht ihr keinen Geist, weil die Map so groß ist, dass ihr sowieso davon ausgehen müsst, dass überall Gegner kommen. Das heißt, da könnt ihr euch nicht drauf ausruhen, irgendwo in einem Haus zu sitzen, auch wenn es viele machen. Später in der Runde, wenn die Zone sehr klein wird, sind die Orte, wo Gegner sich verstecken, so gering, dass ihr von Anfang an davon ausgeht, dass sie in dem Gebäude links sind oder in dem Gebäude rechts. Das heißt, auch wenn ich eine Drohne rufe und in dem Gebäude niemanden sehe und auch der Herzschlagsensor nichts anzeigt, geht man ja trotzdem mit Vorsicht rein. Das heißt, auch am Ende bin ich der Auffassung, gerade in Squads ist Geist absolut nicht so sinnvoll. Dann lieber auffüllen, doppelt C4, und wenn die Autos kommen, wenn die Helikopter kommen, könnt ihr mit C4 die Leute direkt in die Luft jagen. Ich bin der Auffassung, aus der zweiten Kategorie auffüllen, neben Overkill, absolutes Pflichtperk und absolutes Muss. Das vierte Perk, was ich persönlich absolut großartig finde, ist eifrig. Waffenwechsel und Nachladen des Raketenwerfers sind schneller. Gerade wenn ihr ein Sturmgewehr mit dem Raketenwerfer spielt. Ihr wollt den Raketenwerfer schneller in die Hand bekommen, weil das Auto kommt, weil ein Helikopter kommt. Ihr wollt schneller nachladen, ihr wollt vielleicht den ersten Schuss damit absetzen, mit der R das Ganze beenden. Eifrig ist die wirklich die Alternative für euch, wenn ihr mit zwei schweren Waffen spielen wollt. Wenn ihr mit einem Snipergewehr und einer MP spielen wollt, die Art, wie schnell man gerade bei der HDR oder der AX50, wenn man quickscoped und schnell drin ist, schnell einen Schuss abgibt, einen Bodytreffer landet, direkt auf die MP switchen, auf die AR switchen, die letzten 2-3 Schüsse abgeben, einen Hit machen und das Ding läuft dann. Eifrig ist, wenn ihr mich fragt, eins der unterschätztesten Perks, die wir haben, und ist absolut, wirklich absolut meine Empfehlung für euch, dass ihr es ausrüstet. Und dann das letzte, wo ich persönlich ein großer Fan von bin, leider hat es nicht so wirklich oft Platz bei mir, weil kaltblütig eigentlich immer drin ist KAD. Erleiden sie weniger Schaden durch Nicht-Abschussserien, Sprengwaffen und Beschuss. Raketenwerfer, Semtex-Granate, Splittergranate, C4, Claymore, Annäherungsmine. Es gibt 1 Million Sachen, die in die Luft fliegen können, und diese Sachen können euch richtig Schaden machen. Gerade wenn ihr vielleicht in einer Runde auf kaltblütig verzichten wollt, kann ich euch nur empfehlen, nehmt unbedingt KAD. Das Problem bei dem Ganzen ist, es gibt leider auch mehr als ausreichend Perks, die nicht so hilfreich sind. Alarmiert zum Beispiel, gerade mit dem neuen Buff, kann ich auch nur in die Liste der Perks aufnehmen, die ihr vielleicht mal ausprobieren solltet. Aber gerade der zweiten Kategorie mit Alarmiert, Geist für die, die es haben wollen, Auffüllen, Overkill, sind sehr, sehr viele gute Sachen dabei. In der ersten hat man dann allerdings Eiltempo. Ja, der Taktik-Sprint verdoppelt sich von der Dauer her. Finde ich jetzt nicht so dolle. Die Kriechgeschwindigkeit erhöht sich. Ja, okay, aber gerade wenn man vielleicht sich ein bisschen bewegen möchte in Warzone, wofür dieser Modus ja gemacht ist, ist das wieder nicht so sinnvoll. Bei Plünderer bekommt ihr Munitionsnachschub bei toten Spielern. Aber wenn ihr jemanden tötet, hat der in der Regel sowieso Munition. Das heißt, das Perk bringt euch gar nichts. Und selbst wenn ihr es am Anfang ausrüstet, ihr müsst ja erstmal einen Loot Drop haben, bis ihr Plünderer dann für eure Perks mit eurer Klasse auswählt. Bis dahin solltet ihr eigentlich schon Munition haben. Das heißt, auch nicht sinnvoll.
Ace hat hier gesagt, dass es sinnvoll wäre, wenn man bei Plünderer zum Beispiel von toten Gegnern ein oder zwei Rüstungsplatten dazu bekommen könnte. Da bin ich generell der Auffassung, das wäre sinnvoll, aber solange Plünderung bzw. die Munitions-, die Schildplatten nur 1500 kosten und man 5 Stück davon bekommt, macht es nicht so viel Sinn. Dann wäre es mir lieber, dass man mit Plünderer ein bisschen Munition bekommt und vielleicht bis zu 6, 7 oder 8 Rüstungsplatten tragen kann. So hätte man zumindest einen Sinn, dass man kaltblütig mal rauslässt. Dann gibt es noch Abschusskette und Zusammenflicken. Es ist beides nicht sinnvoll. Zusammenflicken im Multiplayer macht Sinn. Hier macht es überhaupt keinen Sinn, weil nur die Gesundheitsregeneration hochgesetzt wird. Da fallen mir aber auch nicht so viele gute Lösungen zu ein. Auch in Warzone. Außer bei der Abschusskette vielleicht. Es erhöht ja die Chance, Abschussserien in Vorratskisten zu finden. Meiner Meinung nach wäre es vielleicht echt nur sinnvoll, wenn man 2 oder 3 Streaks stattdessen nehmen kann. Denn selbst wenn ich den ersten Lootdrop habe und Abschusskette ausgerüstet habe und die Kisten öffne. Das Problem ist, ich muss die Kisten dann aufmachen. Meine Teammates sollten sie ja nicht öffnen. Wenn ich dann eine Drohne habe, kann ich die aktivieren. Wenn ich dann noch einen Blitzschlag finde, kann ich den Blitzschlag mitnehmen oder eine andere Drohne, die ich gefunden habe. Aber nur eins. Das heißt, so wirklich bringen tut es mir am Ende auch nichts. Ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Perks, die im Prinzip fast gar nichts an Sinn haben in Warzone oder zumindest kaum genutzt werden. Und eigentlich wollen die Entwickler ja schon seit Ewigkeiten, dass wir so viele Varianten und Waffen und Perks nehmen wie irgendwie möglich. Deshalb sind das so meine Vorschläge von den besten Perks, die man nehmen kann und so ein, zwei Vorschläge von Perks, die man noch abändern könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Perks, wie sie jetzt sind, alle so lassen. Ich kann mir vorstellen, dass sie da noch ein bisschen was ändern. Ich würde gerne mal von euch in den Kommentaren sehen, lesen, schreibt mal rein. Was ist euer Lieblingsperk in Warzone? Euer absolutes Lieblingsperk. Meins definitiv auffüllen. Ich liebe es, ein C4 zu werfen, Auto in die Luft zu jagen, das C4 füllt sich wieder auf und das nächste Auto in die Luft zu jagen. Schreibt in die Kommentare, ich bin raus für heute, ich hoffe, euch hat es gefallen, bis dann.